Momentan geben sich wieder viele Kriminelle am Telefon als Mitarbeiter von Polizeibehörden aus. Unter diesem Vorwand versuchen sie, die Opfer zur Überweisung von Geldbeträgen zu nötigen. Das teilt das Bundeskriminalamt, BKA, bei einer Kurzmeldung auf ihrer Website mit. Ziel seien häufig ältere Menschen. Die Täter geben sich als Mitglieder des BKA oder von Euro oder Interpol aus. Sie erläutern den angerufenen Personen, dass sie Opfer eines Datendiebstahls geworden und die Daten bereits missbraucht worden seien. Auch fragen sie die Opfer über ihre finanziellen Verhältnisse aus. Bei den Anrufen nutzen die Täter eine spezielle, technische Täuschungsmethode namens Spoofing. Dadurch wird auf dem Telefon die reale Rufnummer einer Polizeibehörde angezeigt. Allerdings gelangt man unter dieser Nummer an die Betrüger. Das BKA rät Betroffenen, sofort aufzulegen, sobald ein Geldbetrag verlangt wird. Die Polizei wird sie niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten, schreibt das BKA. Ein weiterer Rat: Niemals persönliche Details am Telefon preisgeben. Wird man Opfer eines solchen Betrugs, sollte man sofort eine Strafanzeige bei der örtlichen Polizeistelle erstatten.